Hallo zu einer neuen Folge Backstage, dieses Mal vom Südwinsen-Festival. Und unsere Gäste sind Cynthia Nixschas und ihre Band, oder wie sie sich selber in dieser Kombination nennen, Cynthia Nixschas and Friends. Drei. Wir wohnen hier und der Gitarrist, der fehlt, der ist auch nicht da. Doc, hallo Doc. Hey Doc. Siehst du? Ich hab einen großen Drang, mein Leben loszufahren, einfach ohne Plan, den ganzen Kram hinter uns lassen, Sachen packen, ein paar Tage frische Luft schnappen, nach Holland an den Strand oder Griechenland, irgendwo hin, wo uns gar keiner finden kann, Steine sammeln oder Boot fahren oder rumgammeln und ins Morgenrot starren. Rumgammeln und ins Morgenrot starren. Oh, 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 ich halt's nicht aus, wo immer ich hinschau, das viele Grau verdirbt die Laune, es ist so laut hier, ich brauche Pause, ich will hier raus, mein Traum ist eine Reise. Ich habe so die Punk-Version von Pippi Langstrumpf. Genau, das habe ich gelesen. Das war auch ein Zitat. Ich glaube, das war Jens Böttcher oder sowas. Ey, ich fand das so geil, dass er diesen Ausdruck genommen hat. Weil ich wäre gerne so wie Pippi Langstrumpf ein bisschen. Ich bin vor allem klein und ich glaube, ich habe Mockcase und so. Okay. Nein, aber ich finde ihre revolutionäre Ader sehr cool. So dieses, ich mache einfach, was ich will. Warum? Ich bin ein Kind, ich kann das. Hä? Da passt auch der Spruch. Alle haben gesagt, das geht nicht. Und dann kam einer und hat es einfach gemacht. Und das Weil ich dachte, du sagst jetzt auch, da passt auch dieser Spruch, ich baue mir die Welt, so wie sie, so, mir, wie sie gefällt. Mir gefällt. Ja klar, ich baue sie mir ja auch, wie sie mir gefällt. Ich habe gezogen TomTom. Ja, das fand ich großartig. Ja, weißt du, ich glaube, die machen tolle Navigationssysteme. Und im Prinzip fahren wir aber meistens gar nicht mit einem TomTom-Navi-System, sondern eigentlich machen wir das regelmäßig ziemlich anders. Ja, ja gut. Der Clown. Ja, genau. Ja, das ist... Der ist ein toller Clown. Ich finde, der passt zu uns sehr gut. Also wir schaffen es leider viel zu selten, dass er dabei ist. Ja, man muss euch ja kurz erklären. Ihr habt jemanden kennengelernt, TomTom den Clown. Und genau. Der kommt ab und zu mit zu einem Konzert und untermalt das, verstehe ich das richtig, eure Songs. Im Prinzip ist es genau so, dass wir quasi, für uns ändert sich nichts. Wir spielen unseren Gig und er ist aber da und ist Teil dieser Sache. Also das, was wir halt musikalisch spielen, das verstärkt er dann pantomimisch und durch Gestik mit ein paar... Elementen, die er dann in Händen oder anders trägt. Bitte. Ich mag kurz was sagen, weil ich finde es immer total schön, wenn er auf die Bühne kommt, freuen sich immer alle. Oh geil, ein Clown, ein Clown. Und gerade bei Verdummt genug ist es dann so dieses Clown, ein Clown. Okay. So, also weil er ist kein normaler Clown. Er macht nicht unbedingt lustig. Er ist einfach ein sauguter Schauspieler. Ich habe Songs entstehen aus der Sehnsucht. Das ist auch ein Zitat von dir. Stimmt das? Also was ist die Sehnsucht quasi? Wenn es mir nicht gut geht zum Beispiel, dann habe ich zum Beispiel einen Tanzsong geschrieben oder ich schreibe ein Positivdenken, wenn ich so richtig am Boden bin, weil das mich selber liftet irgendwie. Ich finde einfach, dass das Musikmachen insgesamt einfach etwas darstellt, was du eigentlich nicht so richtig kontrollieren kannst. Und ich finde es einfach auch genauso wichtig, dass es so entsteht. Und ich glaube auch, das ist das, was unsere Art von Musik und auch ihre Texte einfach so besonders macht, weil du kannst sie greifen. Sie sind authentisch. Sie kommen daher und überlegt sich nicht irgendein Thema. Warte mal, wir Weltfrieden zum Beispiel oder irgendwie die neue deutsche Weinerlichkeit. Ja, also das geht mir ein bisschen persönlich ein bisschen gegen den Strich. Und da denke ich mal, ist genau dieses, was sie einfach auch ausdrückt, einfach ein schöner Kontrapunkt zu dem, was einfach vielen Leuten zunehmend auf den Sack geht in der deutschen Musik. Ich jetzt doch Liebeslieder singen, wie jedes Wort darin dann stimmt, wie es vorher nie so richtig ging. Und diese Angst so viel zu fühlen, und diese Hass auf alte Lügen, wie ich es in mich bin, dich zu lieben, und wie ich brenne zu genügen, wie ich brenne zu genügen. Ego-Schwein-Journal. Dafür würde ich gerne eigentlich den eigentlichen Gründer des Ego-Schwein-Journals gerade herholen, weil er kann es am besten erklären.
Ich habe eigentlich als stinknormaler Fan angefangen, war bei... erst Hangaround bei der Band, so ja. Als Fan. Und mit der Zeit ist dann halt wirklich eine Freundschaft mit der gesamten Gruppe entstanden und irgendwann haben mich halt Cynthia und Malte wirklich gefragt, ob ich Lust habe, sie im Online-Support zu unterstützen, einfach den Kontakt mit den Fans ein bisschen intensiver aufzubauen. Da haben wir halt erstmal die Seite, den Cynthia plus Friends Club, aufgemacht. Und meine spontane Idee dazu war, was fehlt bei Cynthia noch meistens? Irgendeine Art Tour-Tagebuch oder sowas. Und dann einfach mal in der Community rumgefragt, wie können wir dieses Tour-Tagebuch nennen? Und irgendwie ist dann daraus dann der Begriff Ego-Schwein-Journal geworden. Er ist richtig gut, er macht es einfach richtig toll. Wenn ich es mal verpeile, irgendwie irgendwas zu posten, Thomas hat schon. Machen wir nach der Reihe. Ja. Ich bin der Mario, hallo. Ja. Und ich habe gezogen Markenzeichen. Markenzeichen. Und ja, da würde ich doch ganz klar sagen, das ist natürlich unsere kleine, zierliche Powerfrau, die gar nicht so klein und zierlich ist, also vom innerlichen Wesen her. Also Markenzeichen auch definitiv die Stimme, würde ich sagen. Also, da kommen dann ganz oft irgendwie Vergleiche mit Janis Joplin, was sie eigentlich gar nicht so mag. Ja, also ich verrate das jetzt mal und decke das jetzt mal nach ganz, ganz langer Zeit auf. Also der Vergleich kam schon ziemlich oft, aber sie findet den Vergleich eigentlich gar nicht so toll, weil die Stimme ist nicht so vergleichbar mit Janis Joplin, sagt sie immer. Und zum Glück hat sie schon überlebt, also 27. Ja, und, ja, und das ist, da ist sie auch raus. Wo ist eigentlich dein Hut? Mein Hut im Auto. Ha. Der soll nicht kaputt gehen. Der soll nicht kaputt gehen, ja, aber das ist auch natürlich ein Markenzeichen. Also der Zylinder und der Hund, Snoopy natürlich, eigentlich genau. Da guckt er schon, ja. Viel auf der Bühne mit. Einmal kurz in die Kamera, mein Schatz. Oh, 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 oh. Jetzt wollen sie alle. Mein Name ist Johannes. Ich werde ganz gerne als Mensch akzeptiert und... Aber hier in dieser Runde werde ich leider auf mein Instrument reduziert. Naja, gut. Kann ich das Mikrofon kurz mal sehen? Ja, super, ist noch an. Ich habe es auch nicht in den Mund genommen. Also ich bin hier ein Trompeter. Bist du somit auch zum Schluss dazu gekommen, als letzter Gewinn, sage ich mal? Ob es ein Gewinn ist, muss jeder selber entscheiden. Ich kann aber auch nicht aufhören damit. Was hast du denn gezogen? Ich habe, wie so oft mit sich alleine spricht, gezogen. Ja. Es passt wunderbar. Ich glaube, wir müssen dazu gar nichts mehr sagen. Das ist ja eine Songzeile eigentlich. Ja, vielleicht sage ich was zu der Songzeile. Wie so oft mit sich alleine spricht. Ich glaube, dass wir Menschen generell die negativen Sachen, also das, was einem so krass passiert, die fressen wir in uns rein, obwohl es eigentlich gar nicht so gut ist, das alles reinzufressen. Und die positiven Seiten sagen wir gar nicht so oft. Was vielleicht doch besser wäre, auch das eher nach vorne zu holen. Also wie so oft mit sich alleine spricht, ist eher so eine Sache, wo man mal wieder in so einer Depression hängt und nicht rauskommt. Ich habe versucht, glaube ich, meine Depression in Worte zu fassen. Dass ich das eben, das, was ich sonst nicht sage, auch mal sage. So. Also aus jeder Scheiße kannst du was lernen und aus jedem Guten kannst du auch irgendwo was finden, was halt nicht cool ist. So. Ich habe eine sehr schöne Wortspielerei gefunden zu dem Thema. Megativ. Negativ? Ja, negativ. Also wenn so was so richtig scheiße ist, ist negativ. Sagt auch die negativen Sachen. Sonst kann die Umwelt auch nicht mit euch umgehen. So, das ist meine Botschaft. Das ist ein super Spruch für ein T-Shirt oder so. Negativ. Ich finde das so gut, ja. Gut. Neudeutsch 2.0. Mein Zettel ist Nick Art. Genau. Und das ist einfach so ein Phänomen, weil die Familie Nixschas ist schon eine sehr extrem krass kreative Familie und es kommt auch nicht von ungefähr. Und die Mama von der Cynthia macht also wirklich die abgefahrenste Filzkunst zum Anziehen für irgendetwas, was ich kenne. Und ich bin da echt ein Experte, weil meine Schwägerin mir jahrelang mit Filzklamotten wirklich auf den Sack gegangen ist. Ja? Und es ist immer der gleiche Kram. Und das ist da eben ein bisschen anders, weil das echt unique Stücke sind, die du nirgendwo kriegst. Sie hat es auch aus so Handtaschen gemacht, oder? Ja. Also ist das auch aus Filz? Hat das was mit Filz? Ja. Filz und Leder, ja. Okay. Also sie kombiniert Strick, Filz und Leder. Ich finde es total geil.
meine Mom hat aus Spaß damit angefangen und hat so geile Sachen gemacht und hat ständig alles verkauft, was sie gemacht hat, dass sie dann gedacht hat, okay, vielleicht versuche ich es doch mal im größeren Stil. Und jetzt probiert es echt. Hat sich dieses Jahr selbstständig gemacht, hat noch einen Nebenjob in der Schule, aber sonst macht sie das. Ey, ich finde es total geil. Ich bin richtig stolz. Also es ist schon, wie du schon gesagt hast, eine kreative Familie quasi. Dein Vater ist Gitarrenlehrer oder war Gitarrenlehrer? Oder ist auch immer noch Gitarrenlehrer, aber ist halt schon ein bisschen älter. Genau. Und deine kleinere Schwester macht auch Musik? Ja, also sie ist größer als ich, aber jünger. Okay. Aber sie ist richtig gut. Sie macht auch Musik in zwei verschiedenen Projekten. Einmal das Jules Barrow Project und einmal die Satanic Hippies. Macht ganz andere Musik als ich und ich finde es extrem krass, wo sie sich hinentwickelt. Kleine Große, auf jeden Fall. Da wird man noch viel von hören. Crowdfunder. Da geht es jetzt auch um dein neues Album quasi. Das habt ihr ja mit Crowdfunding finanziert oder quasi abgeschlossen, ne? Mhm. Ja. Naja, wir haben uns überlegt, dass alle, die da spenden, nicht einfach nur Crowdfunder sind, sondern eigentlich alle Teil der Band sind. Generell alle Fans sind Teil der Band. Sie sind genauso Friends wie ich oder der Alvin, weil Cynthia einfach Thomas mitspielen dürfen oder Thomas. Mhm. Und dadurch halt alle Friends sind. Ja. Und ohne die Crowdfunder wäre natürlich das Ding nie zustande gekommen, weil wir einfach höllenpleite sind meistens. Und ihr habt ja auch doppelt so viel bekommen, ne? Alles sagen, als ihr wolltet. Ja, wir haben fast doppelt so viel eingenommen und wir hätten auch damit niemals gerechnet. Wir waren alle total baff davon. Dadurch ist halt dein neues Album, was ja dieses Jahr auch erst rausgekommen ist. 25.05. Genau. Ist es rausgekommen. Und Ego-Schwein heißt es? Ich glaube, wir vergessen als Menschen unser Ego-Schwein sehr gerne. Auch das kleine Ego-Schwein, was so als Meinung hinter einem sitzt. Wenn du nicht auf dein eigenes Ego-Schwein hörst, dann kannst du anderen Menschen nicht gut tun. Also so, dass wenn du nicht für dich selber da bist, dann kannst du auch keinem anderen was Gutes tun. Das versuche ich in diesem Song auszudrücken. Plus, ich habe ein paar Menschen aussortiert in der Zeit aus meinem Leben. Und das tut auch manchmal gut, auch wenn man vorher nicht der Meinung war, dass es irgendwie richtig ist, jemanden auszusortieren oder zu sagen, das passt jetzt nicht mehr oder sowas. Manchmal kann das ein großer Schritt sein, der einen selber viel weiterbringt, einfach Menschen auszusortieren, die eine negative Energie auf dich bringen oder sowas. Keine Zeit, mich mal zu chillen, das auch nicht gegen meinen Willen, weil ich weiter kann, als ich gerade bin. Da macht chillen leider einfach keinen Sinn, weil ich weiß, ja, da ist die Zeit begrenzt. Das Leben ist zu kurz für einen faulen Gönn. Alles mitnehmen, auch wenn ich's nicht kenne. Und lieber auf die Fresse fallen, als was verpennen. Und wenn ihr nicht mitgeht, mach ich's allein. Sorry, Leute, da bin ich ein Ego-Schwein. Manchmal muss man sich selbst der Nächste sein. Sonst fällt es schwer, dem Herzen treu zu bleiben. Und wenn ich bin, kann ich dann noch wieder da sein für euch. In meinem Lebenslang, nur wenn's um Pflicht geht, sag ich, vergiss es, ich will lieber klar bleiben. Und immer meinen Bauch fragen können, es hat mir immer etwas genützt. Hab hin und wieder auf Welt geschwitzt, doch jedes Mal so kleine Missgeschick erweitert meinen Blick. War es klar, dass das Album so heißen soll dann auch, nach dem Ego-Schwein und das... Nein, war es nicht. Es war eigentlich eher so, dass Leute gesagt haben, nenn's doch Reise ins Blau oder alles gleich. Mensch, du hast so schöne Titel. Und ich dann gesagt habe, nee, eben nicht. Weil das, was das Ego-Schwein, haben wir so krass auf Ego durchgezogen, eben mit Crowdfunding, mit alles selber aufgenommen, selber Produzenten gesucht, selber Mischer gesucht, selber die Tour gebucht und so. Also das war so Ego. Es gab keinen anderen Titel für dieses Album. Und auch dieses Mal verlosen wir wieder eine CD bzw. zwei CDs im Package. Einmal das erste Album Kopfregal und auch das neue Album Ego-Schwein im Package. Dazu müsst ihr nur dieses Video teilen und in die Kommentare CD und Cynthia schreiben. Und allen Leuten, die dieses Video geteilt haben, verlosen wir zweimal ein CD-Package. Super, danke. Ja, das ist unbequem. Was? Ja, das. Ich danke.